Jetzt habe ich. Okay. Mit was fange ich an? Hier sind jetzt die einzelnen Tischbeine. Die habe ich jetzt schon mal in zwei Teilen zusammengestellt. Das Zusammenstellen, das war ein bisschen schwierig. Man braucht da eigentlich mehr so vier Hände. Herzlich willkommen in der Redwood Möbelmanufaktur in Dresden. Heute geht es weiter mit dem Besprechungstisch. Ich habe mir hier ein schönes Gestell ausgedacht, und zwar ein dreibeiniges Tischgestell. Im Grunde genommen haben wir drei einzelne Teile, hier ein bisschen bemaßt. Die werden dann sternförmig zusammengefügt. Hier haben wir zwei Seitenansichten. Hier nochmal die Ansicht von oben. Die drei einzelnen Teile werde ich in der Mitte nochmal zerteilen müssen, um hier diese Verbindung herzustellen, sodass wir einen oberen Teil aus drei Stücken und einen unteren Teil aus drei Stücken dann mit einer Art Überblattung hinterher zusammenfügen. Die Beine sind dann jeweils um 120 Grad verdreht. Wie genau ich die Überblattung fertige und wie ich die Schrägen da dran säge, das muss ich mir noch erarbeiten jetzt über den Vormittag. Ich habe schon eine relativ genaue Vorstellung, wie es passt. Ich muss aber einfach schauen, wie es klappt. Dazu kommt noch ein bisschen Handarbeit, da freue ich mich sehr drauf. Ich würde jetzt erstmal anfangen, die Teile grob zuzusägen, die Schrägen dran zu sägen, oben die, die Auflagen zu sägen, wo es dann an die Tischplatte stößt. Und dann werde ich mich an die Gärung machen. Ich habe mir gedacht, dass ich euch noch ein bisschen was zur Holzauswahl erkläre. Hier ist jetzt das Brett, was ich mir rausgesucht habe für die Beine. Ich werde hier jeweils zwei Streifen raussägen können, einer links, einer rechts. Den mittleren Teil, den werde ich erstmal weglassen. Am Rand hat man mehr aufrechte Jahresringe, stehende Jahresringe, die ich sehr gerne verwenden würde für das Tischgestell. Ich achte natürlich auch darauf, dass ich jetzt für das Tischgestell keine Äste drin habe. Unsere Streifenbreite wird am Ende 95 cm sein, sodass ich sagen kann, ich könnte hier zwischen dem Splintteil, den ich auch raussäge, und dem Ast hier auf jeden Fall nochmal einen Streifen rauskriegen. Dann würde ich halt auch einfach nochmal die Länge überprüfen. Zwischen den Ästen und Holzfehlern. An dieser Seite wird es vielleicht ein bisschen knapp, aber ich brauche ja sowieso nur drei Teile, sodass ich bei diesem Brett 1, 2, 3 Teile für das Tischgestell rauskriege. Ich kann vielleicht noch ein viertes Teil herstellen, wo noch ein Ast mit drin ist, was ich so als Probestück nehme. Der erste Schritt wird jetzt sein, dass ich das Brett in der Mitte durchteile, dass ich nicht immer mit der ganzen Länge arbeiten muss. Rechne nochmal 5 bis 10 cm drauf, mache dann einen Schnitt. Danach kommt der Besäumschnitt, wo ich die Baumkante und den Splintanteil des Holzes wegsäge. Und dann parallel zu dem Schnitt kommt dann halt eben der Schnitt, wo ich dann das Werkstück selber raussäge aus dem Holz. Hier sind jetzt die vier abgerichteten und ausgehobelten Teile. Ich habe jetzt eine Gesamtbreite von 95 mm und eine Dicke von 30 mm. Als allererstes würde ich jetzt an den Enden die 47,41 Grad dran sägen. Wenn ich dann diese Schnitte gemacht habe auf,
auf meine Gesamtlänge, würde ich dann mit den schrägen Schnitten hier anfangen. Da reiße ich mir dann einfach die Maße an, also die zwei Ecken an, die hier bemaßt sind. Wichtig ist, dass es in etwa die Schräge ist. Die Teile sind nie direkt nebeneinander. Und wenn da minimale Abweichungen sind, dann ist das nicht so schlimm. Nachdem ich das, die ganzen Schrägen dann zugesägt habe, geht es dann endlich an die komplizierte Verbindung in der Mitte. Das ist jetzt die finale Form der Beine. Wie ihr gesehen habt, habe ich mir die zwei Eckpunkte markiert, mich langsam rangetastet, erstmal ein Stück weiter weg und dann halt immer noch mal Schritt für Schritt, bis ich genau die Punkte getroffen habe. Ich hätte mir natürlich auch eine Schablone bauen können, wo man das fest aufspannt, wo dann wirklich jeder Schnitt für jedes Werkstück perfekt gleich ist. Das ist in diesem Fall aber nicht wirklich nötig gewesen. Dadurch, dass ich es angerissen habe, war ich einfach viel schneller. Es sind ja wirklich nur vier Teile und die Teile sind nie direkt nebeneinander. Aber weil die halt immer ein Stück auseinander und versetzt sind, ist es kein Problem, wenn da ein halber Millimeter Unterschied ist. Der erste Schritt wird jetzt sein, die in der Mitte zu zerteilen und schon mal die erste Gehrung dran zu sägen. Das wird jeweils eine 60 Grad Spitze sein in der Mitte. Um den Winkel an der Säge einzustellen, nehme ich mir einfach drei Reststücken als Probestücken, schauen, ob es passt. Man muss wirklich 99% der Fälle den Winkel immer noch mal ein bisschen anpassen, damit die Gehrungen wirklich perfekt passen. Ihr habt gesehen, wie es zusammengestellt aussieht. Als nächstes werde ich jetzt jeweils den oberen Teil von beiden Verbindungen wegsägen müssen. Das heißt, also von oben drauf geschaut, diese Spitze, das muss weg. Dann hier gerade runter und dann mittig auf beiden Seiten halt abgesetzt. So dass dieser Teil komplett weg ist. Wenn ich das jetzt bei beiden Teilen mache, oder bei allen drei Teilen, dann sollte der Abstand zwischen diesen zwei Stücken genau einer Materialstärke von dem anderen entsprechen, sodass die dann dazwischen gesteckt werden können. Da ich diese Verbindung jetzt an allen Teilen dran schneide, werde ich dann hoffentlich alle sechs Teile so ineinander stecken können.
Diese zwei Absatzschnitte habe ich jetzt bei jedem Stück gemacht. Ich habe mir noch die Tiefe mal markiert und habe mich dann daran getastet. Ich dachte, dass es extrem kompliziert ist und dass das alles irgendwie ein anderes Maß ist. Aber also die Breite von jeder Winkelfläche ist überall immer gleich. Das heißt, das ist die gleiche Breite wie zwischen diesen zwei Kanten, wie diese Breite hier. Das macht es dann am Ende einfacher, musste ich aber auch erst ausprobieren, um drauf zu kommen. Genau, als nächstes würde ich jetzt mit einer Handsäge das hier unten nochmal absetzen, den Rest wegstemmen, sodass wir da eine saubere Fläche haben. Das sollte dann bei allen Teilen auch auf der gleichen Höhe sein. Für die restlichen Arbeitsschritte und die Handarbeit gehen wir jetzt zur Hobelbank. Da wir hier überall Hirnholzflächen haben, möchte ich noch ein zusätzliches Verbindungsmittel reinbringen. Hirnholzflächen halten beim Verleimen meistens nicht ganz so gut. Deswegen werde ich jetzt mit der Lamellofräse jeweils über diese beiden Flächen hier zwei Schlitze reinschneiden. Das an allen Teilen und dann kleine Plättchen vorbereiten, die da genau reinpassen. Und dann können wir das Ganze zusammenstecken. Ich habe die sechs Teile jetzt mal probeweise zusammengestellt, mit Klebeband fixiert. Es ist doch eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Kleine Lamellos sind drin, also kleine Eichelplättchen, die ich zugeschnitten habe. Ich habe schon mal einzelne Teile zusammengehalten. Das sieht alles sehr gut aus. Das Verleimen wird nochmal ein ziemlicher Akt. Ich bin echt gespannt, wie es dann im zusammengebauten Zustand aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal. Danke, bis bald.